Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der 7. und letzten Etappe des Lechwegs unterwegs. Startpunkt ist Pflach und Zielpunkt ist Füssen. Wenn ihr wissen wollt, wie diese 16 Kilometer so sind, dann kommt mit. Die letzten Ausläufer der Lechtaler Alpen. Dreihundert Höhenmeter hinauf. Hier geraten noch schöne Grüße an Juliane und Sepp aus Mainz. Wir gehen gerade auf dieser Etappe 200 bis 300 Meter hinter euch. Ich hoffe, ihr seht das Video. Ja, ja. Voll cool.
An dieser Stelle noch liebe Grüße an Ingrid und Heinz aus Mainz. Wir haben euch auf dem Lechweg kennengelernt. Ich hoffe, ihr seht zu. Hallo Leute, wie ihr seht, haben wir die 7. Etappe geschafft. Wir sind in der Ferienwohnung angekommen. Die 7. Etappe hat uns am Anfang nicht so gut gefallen, weil wir da an der Autobahn oder an einer Bundesstraße entlang laufen mussten. Es war zwar Sträucher dazwischen, aber man hörte den Verkehr. Aber dann nachher, wo es dann weiter in den Wald ging, war es wieder richtig schön. Auch mit schmalen Pfade ging es da weiter. Und dann, als wir am Alpsee angekommen sind, da war es dann nicht mehr so schön. Der Alpsee ist schön, ja, aber dort war eine Pilgerwanderung. Da waren jede Menge Menschenmassen. Das war nichts für uns. Naja, was soll's. Wir haben es trotzdem geschafft. Und einen super fantastischen Aussichtspunkt auf dem Kalvarienberg hatten wir auch noch. Beziehungsweise ich, die Sarah war ja richtig kaputt da oben und ist gar nicht mehr da hochgelaufen. Gesamtfazit des Lechwegs. Der Lechweg hat uns super tolle gefallen. Der einzigste Nachteil ist, dass man den Verkehr immer wieder auf den einzelnen Etappen gehört hatte. Aber dieser Nachteil ist auch gut für die Leute, die nicht so fit sind, denn man kann dann den Lechweg bzw. diese Etappe, wo man läuft, auch abkürzen und mit dem Bus zum nächsten Etappenziel dann fahren. Das ist wiederum gut für die Leute, die nicht so fit sind. Aber ansonsten hat uns der Weg wirklich richtig gut gefallen. Wenn euch dieses Video auch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao.
Nee, ist perfekt sogar. Warte. Nee, ist gut so. Jetzt kann ich. Ja, es läuft. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der 7. und letzten Etappe des Sechwegs unterwegs. Startpunkt ist flach, natürlich. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der letzten... Gib mal in die Brille, ja. Kann ich besser konzentrieren. Hallo liebe Wanderfreunde... Ja, Gesamtfazit des Lechwegs. Nun kommen wir zum Gesamt... Oh, jetzt wird es nochmal dunkel. Nun kommen wir zum Gesamtfazit des Lechwegs. Er hat uns richtig super gefallen. Der einzigste Nachteil ist, dass man den Verkehrslärm immer mal wieder hört auf den Etappen. Mal mehr, mal weniger. Dies ist aber auch ein Vorteil für die Wanderer, die nicht so fit sind. Die können am Lechweg einfach mal runter zur Straße gehen oder abbiegen, was auch immer, und mit dem Bus fahren. Das ist für die Leute, die nicht so... Das ist scheiße, wie ich das formuliert habe. Gesamtfazit des Lechwegs. Der Weg hat uns richtig super gefallen. Das Einzige, was uns gestört hatte, war der Verkehrslärm, den man immer wieder